Grüß Gott, mein Name ist Pater Karl Wallner. Ich bin glücklicher Zisterziensermönch in Heiligenkreuz und ich halte mit kindlicher Freude Ihnen das Jesuskind hin, damit wir ein bisschen daran denken, dass bald Weihnachten ist und dass wir zu Weihnachten beschenkt werden mit dem größten Geschenk, das es überhaupt gibt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab. Dieses kleine, etwas kitschige Jesuskind aus Holz habe ich in meiner Zeit als Landpfarrer gekauft, damit die Kinder an diesem Kind erkennen, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr Gott uns durch seine Liebe beschenkt. Denn was gibt es Lieberes als ein kleines Kind, wo sich Erwachsene dann immer selbst eben zu Kindern verwandeln und dieses Kind, in dem Fall den Sohn Gottes, eben anlächeln, weil er uns anlächelt. Viele haben in diesen Tagen natürlich das Problem vor Weihnachten, was soll ich schenken? Bei manchen bricht regelrecht Panik und Stress aus. Man sieht das auch an den verstauten Straßen vor den Einkaufszentren. Deshalb möchte ich Sie bitten, gehen Sie Weihnachten mit dem Schenken ganz locker an. Das Wichtigste ist, dass Sie sich beschenkt fühlen, beschenkt von der Liebe Gottes. Und wenn Sie das ins Herz aufnehmen, dann kommen Ihnen sicher auch die richtigen Ideen, was Sie Ihren Lieben schenken können. Ich ärgere mich natürlich schon ein bisschen auch, ich vermute Sie auch, über die Stapel von Erlagscheinen, die in den Tagen vor Weihnachten einem da so reinflattern. Plötzlich gibt es so viele notleidende Kinder, wie man sonst gar nicht wahrnimmt. Alle wollen natürlich in diesen Tagen die Spendenfreudigkeit ausnützen. Ich bitte Sie auch, seien Sie großzügig. Also nicht gleich das Herz hart machen. Als Kind, als Volksschulkind, musste ich diesen Wirt spielen bei der Krippensuche, bei der Herbergsuche, der da singen muss, wenn das heilige Paar bittet, nicht? Wer klopft an, oh Zweige, arme Leute, Sie kennen das Lied sicher. Und da musste dieser Wirt ganz hart eben zurücksingen. Nein, oh nein, ihr kommt nicht rein, geht nur fort, ihr kommt nicht rein. Also ganz hart ist das dann auch im Lied jetzt eben ausgedrückt. Und ich glaube, das passt einfach nicht vor Weihnachten, hart zu werden, das Herz zu verschließen. Auch wenn sie uns manchmal auf die Nerven gehen, die Bittenden, die Suchenden, die Obdachlosen, die Fremden, die Notleidenden. Aber wenn wir nicht zu Weihnachten unser Herz weich machen, wo Gott uns sein Herz geöffnet hat, wann dann? Ich wünsche Ihnen ein frohes Beschenktwerden und daraus die Kraft, das Gute und das Richtige zu schenken und so ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.